Da Corona-Fälle erst nach einiger Zeit in die Statistik des Robert-Koch-Institutes einfließen, sind die jüngsten etwa 200 Tönnies-Fälle in der heutigen Datenreihe voraussichtlich noch nicht enthalten. Zuletzt meldete das RKI 601 neue Infektionen. Damit tragen rund 5.500 Menschen akut das Virus in sich. 8.883 Patienten sind gestorben. Der Reproduktionsfaktor liegt aktuell bei 1,79. 100 Infizierte stecken also im Schnitt 179 weitere Menschen an.